Okay, hallo zum Videoblog der interventionistischen Linken. Ich bin Nico, neben mir sitzt Emily. Hi. Wir sind in Hamburg, wir sind im Ort des Geschehens. Wir wollen euch heute kurz ein paar Infos geben zum Format. Was planen wir hier eigentlich? Warum machen wir sowas? Und interventionistische Linke, was ist das eigentlich nochmal genau? Dazu haben wir euch ein bisschen was zu sagen für heute. Ja, die Interventionistische Linke ist eine Organisation mit circa 30 Ortsgruppen in ganz Deutschland und auch in Österreich. Und wir verorten uns als eine Gruppe der undogmatischen radikalen Linken. Was heißt das? Ich glaube, die meisten Leute kennen uns über Mobilisierungen wie Block G8 2007 gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm, Mobilisierungen wie Ende Gelände, Blockupy, Dresden nazifrei, Kassor Schottern. Habe ich was vergessen? Vieles, viele kleine Aktionen, dezentral, damals die Proteste gegen den Islamisierungskongress in Köln, all sowas. Voll, und ich glaube, obwohl wir viel Aufmerksamkeit kriegen für diese großen Mobilisierungen, die wir machen, darf man nicht vergessen, dass wir mit unseren ca. 30 Ortsgruppen viele stetige lokale Arbeit leisten, also aktiv sind in Antifa-Gruppen oder in feministischen Bündnissen, in Klimabündnissen, aktiv sind gegen Rechts und gegen Rassismus oder fürs Recht auf Stadt, also quasi sozusagen uns engagieren lokal in den Städten, wo wir leben. Ja, und jetzt beteiligen wir uns an den G20-Protesten. Für die Interventionistische Linke waren die Mobilisierungen für Heiligendamm, für die G8-Blockaden total zentral. Es war quasi die Geburtsstunde für die IL und zwar auch für uns persönlich total zentral oder ein wichtiges Ereignis in unserem Leben. Wir sind quasi Generation Heiligendamm, die Leute, die ganze Generation, die politisiert wurde von diesen Massenaktionen in den Feldern, auf den Wiesen um Heiligendamm rum. Für mich war es auf jeden Fall total zentral und es hat mein Leben verändert. Warst du eigentlich auch dabei? Nee, ich war damals nicht in Heiligendamm. Das ist auch noch so ein schwarzer Fleck, würde ich sagen, für mich. Ein großer schwarzer Fleck. Aber es hat mich damals sehr, sehr geärgert, dass ich nicht dabei war. Und ich würde auch sagen, dass ich sozusagen Kind dieser Generation bin, vor allem in den Jahren danach, wo sich diese Praxis von Massenblockaden weiterentwickelt hat, wo wir an vielen verschiedenen Stellen auf die Straße gegangen sind zu vielen verschiedenen Themen, sozusagen die IL sich ein bisschen diversifiziert hat und es geschafft hat, dieses Instrument von Massenblockaden zu einer wirksamen Praxis zu entwickeln. Und da war ich natürlich mit dran beteiligt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, in den letzten 10 Jahren diesen Weg mitzugehen. Heute stehen wir hier, heute stehen wir in Hamburg an einer denkbar historischen, von einer denkbar historischen Situation und an einem Moment, wo wir den kommenden linken Aufschlag wagen müssen und wo die Proteste in Hamburg zu vielleicht den zentralsten der letzten zig Jahre zählen werden. Ja, die G8-Gipfelblockaden in Heiligendamm sind jetzt 10 Jahre her. Wir stehen nicht an gleicher Stelle politisch wie vor 10 Jahren, aber einiges ist gleich geblieben. Und darauf werden wir auch in den nächsten Videos so ein bisschen drauf eingehen. Also wie hat sich die Welt verändert in den letzten 10 Jahren? Wo stehen wir als Linke vor einer neuen, in einer neuen Stelle? Und wie machen wir weiter? Genau, wir als IL haben uns mal gedacht, wir probieren mal was Neues aus. Das heißt nicht, dass wir euch jetzt sozusagen eine Analyse der letzten 10 Jahre bieten wollen in diesen kommenden Videos, in diesem und in den nächsten kommenden Videos. Ich glaube, ihr wartet nicht auf die nächste Welterklärung, die wollen wir euch auch nicht liefern. Für uns ist dieses Format eins, wo wir mal was Neues ausprobieren können, wo wir mal ein bisschen experimentieren, ein bisschen niedrigschwellig und direkt versuchen, Dinge zu kommunizieren, auch in den Austausch zu treten, und die sozialen Medien sind irgendwie ein bisschen schmutziger, ich weiß, aber wir werden Fehler machen und wir werden daraus lernen, glaube ich. Sonst sind wir ja wirklich dafür bekannt, immer wahnsinnig differenziert und schlaue Aufrufe zu schreiben, die sich gar nicht so genau festlegen wollen manchmal auch oder alle Positionen berücksichtigen und die Diversität, die Pluralität, die vielleicht auch die IL ausmacht,
mit einzufangen. Wir hoffen, das gelingt uns hier bei diesem Videoblog auch. Wir werden es probieren. Vielleicht werden wir auch scheitern. Gucken wir mal. Alle Themen, die wir bequatschen und natürlich Kontaktmöglichkeiten findet ihr immer unter diesem Video. Und wir wünschen euch viel Spaß damit. Genau, natürlich auch immer Links zu aktuellen Ereignissen, zu irgendwelchen Aktionen, die in anderen Städten liefen, all das. Also dieser Videoblog soll schon auch die Möglichkeit bieten, immer so ein bisschen News-Update der Protestvorbereitungen gegen den G20-Gipfel zu bieten. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Arbeit der interventionistischen Linken oder unseren Mobilisierungen zu G20, dann guckt auf Facebook, guckt online, also auf www.interventionistische-linke.org. Da werdet ihr nämlich die Hochglanzplakate und die schicken Aufrufe werdet ihr trotzdem finden. Die gibt es dieses Jahr natürlich auch, zusätzlich zu diesem Videoblog-Format. Guckt auf Twitter und vor allem guckt, ob es nicht vielleicht auch eine IEL-Gruppe bei euch vor Ort gibt. In manchen Städten werden sogar lokale Bündnisse geplant, wo gemeinsam sich auf den G20-Gipfel vorbereitet wird. Also guckt online, ob es nicht in eurer Region auch was gibt. Und genau, wir sehen uns in Hamburg auf der Straße.